Es gibt einen neuen Trend auf YouTube und da die ganzen Assi-YouTuber mega unkreativ sind und sowieso alles von sich gegenseitig klauen, hat sich dieser Trend in den letzten Tagen ziemlich verbreitet. Und zwar geht es dabei darum, sich irgendwie 24 Stunden in irgendeinem Geschäft aufzuhalten. Also so lange zu warten, bis keiner mehr da ist und dann nachts da irgendwelche Faxen zu machen. Ja, und für die geistig ein bisschen dummen, das nennt man auch Hausfriedensbruch. Und diese intelligenten Menschen filmen sich auch noch dabei, wie sie Hausfriedensbruch begehen. Es gab andere Fälle in der Vergangenheit, wo Leute im IKEA entdeckt wurden nachts. Die mussten dann den kompletten Polizeieinsatz zahlen. Und diese netten YouTuber machen das natürlich auch gerne, gerne. Und einer von ihnen, ein Freund von mir, hat das natürlich auch getan. Und es ist kein geringerer als Leon Mascher. 24 Stunden im McDonald's einsperren. Eskalation. Ich verstehe nicht, wie sich so ein Trend durchsetzen kann. Weil zum einen ist es dumm und strafbar. Und zum anderen ist es unglaublich respektlos vor dem Eigentum anderer, weil die offensichtlich einfach darauf scheißen, dass Menschen nicht wollen, dass Leute nachts in ihrem Geschäft sind, es denen völlig egal ist. Und McDonald's ist zum Beispiel auch ein Restaurant, also mit Essensregeln, Essensstandards. Das Gesundheitsamt ist da auch ab und zu Gast. Und ich glaube, die finden es auch nicht so toll, wenn nachts einfach fremde Leute in ihrem Restaurant sind. Aber gut, für die Klicks wird alles gemacht. Wir gucken es uns an. Man sieht übrigens 220.000 Daumen hoch, 11.000 Daumen runter. Ja, die Intelligenz der Menschen ist nicht besonders hoch. Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, Leon. Was schaffst du diesmal? Habt ihr kein Geld für eine richtige Kamera? Ich filme aber jetzt meine Videos auch immer nur mit dem Handy bei ranzigem Licht, wenn ich 1,6 Millionen Abonnenten hab. Yay. Ihr habt wahrscheinlich über 1.000er mit dem Video eingenommen. Kauft euch mal eine Kamera. 24 Stunden sperren wir uns im McDonald's ein. Wir gucken, ob das klappt. Ja, richtig gute Idee. Wie gesagt, Hausfriedensbruch. Nice. Schaut euch diese Dokumentation an. Schaut euch das bitte. Wir werden uns echt 24 Stunden im McDonald's einsperren. Also, ich glaube wirklich nicht, weil in keinem der 24-Stunden-Videos bleiben die Leute wirklich 24 Stunden in diesen Läden. Die kommen halt nur abends, bleiben über Nacht und gehen morgens. Das sind nicht mal 12 Stunden, aber Mathe können die ja eh nicht, komm. Das wäre das krasseste ever. Ever! Kein Video aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war, ist und wird heftiger sein, muss man so sagen. Let's go, let's go, let's go. Bist du ready? Bist du ready, Bro? Ich bin ready. Bist du denn auch, oder was? Komm, ja, ich nehm schon auf. Let's go. So mega, oh mein Gott, jetzt geht's los. Ja, ihr geht in Mc's rein, wow. Ja, jetzt schnell hochmogeln. Gut gefilmt auf jeden Fall. Hochwertig. Red, komm schnell. Red, lauf, lauf. Traut er sich nicht? Oh, ich muss mich ganz sneaky hier vorbei mogeln. Ganz unauffällig. Komm schnell, du Goofy. Diese kleine Kinder immer. Sollen wir auf Toilette oder hier? Was, Toilette? Toilette? Toilette. Toilette. Komm, wir gehen Toilette. Boah, richtig gut gefilmt. Nice Jacke auf jeden Fall. Wie kleine Kinder. Eigentlich müssen wir einen Zettel haben. Defekt, hast du einen Zettel? Scheiße, Mann. Gut vorbereitet, sehr gut. Sehr gut vorbereitet. Hast du einen Stift? Nein. Scheiße. Was dachten die sich denn vorher? Ja, wir gehen da rein und dann bleiben wir da. Und drinnen ist ihnen dann aufgefallen, man könnte es ja so machen. Mist. Aber ich glaube, bei diesen Leuten wird generell vorher nicht nachgedacht. Oh mein Gott. Ich sehe so dein Face. Warum ziehen sie sich ihre Jacken einfach aus? Boah, es ist so warm, wegen dieser unglaublich dicken Winterjacke. Aber ich kann sie nicht ausziehen, weil... Warum eigentlich nicht? Machen, wenn einer kommt, was soll ich sagen? Ja, was sagt ihr dann? Ich lache einfach. Gute Ausrede. Würde ungefähr so ablaufen. Hey, was macht ihr? Ihr dürft ihr gar nicht sein. Originalreaktion von Apu Red. 20 Minuten später. Was, du gehört, die machen draußen nichts sauber. Heftiges passiert. Oh, sie machen sauber. Die machen die Toiletten nicht sauber. Natürlich. Hä? Ich hoffe, die machen die Toiletten nicht sauber. Nein, die bleiben immer richtig abgeranzt. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass sie irgendwen in diesem Mc's kennen, der da arbeitet, den die gefragt haben, yo, können wir das da drehen? Und der den dann nachts einfach aufgeschlossen hat. Weil eigentlich würde man sonst wirklich Ärger bekommen. Und das haben sie, glaube ich, noch nicht. Was macht er jetzt? Er bastelt sich jetzt ein Schild aus Toilettenpapier und einem Schokoriegel? Wow, richtiger Oh Gott. Was ist mit diesem Ja, stimmt. Wenn ich Mc's-Mitarbeiter bin und das Klo sauber machen will, dann denke ich mir auch, oh, da hat jemand mit einem Schokoriegel auf Klopapier geschrieben. Das war bestimmt mein Kollege. Dann ist es kaputt, da kann ich nicht sauber machen. Das ist genauso fake wie ihre Yeezys. Wie, das sieht man doch, dass das kein Mc's-Mitarbeiter gemacht hat. Oh mein Gott, er ist rausgegangen. Seems legend auf jeden Fall. Schnell wieder verstecken. Und dann abschließen? So, jetzt müssen wir was machen. Wir müssen jetzt darauf stehen. Warum wollen Sie aufs Klo? So, komm her.
Hä? Das ist doch mega dämlich. Es ist keiner in diesem Raum und trotzdem stellen sie sich auf das Klo. Sie können sich auch einfach draufsetzen und wenn einer kommt, die Füße anheben. Aber nein, weil also viel gedacht wird ja bei diesen Leuten eh nicht. Wir müssen das machen, weil die sehen uns sonst von unten unsere Füße. Ist doch keiner da! Das ist die schlimmste Aktion auf YouTube, vertraut mir. Ja, Mann, das ist die schlimmste Aktion auf YouTube. Und eine der dümmsten, tatsächlich. Ich hab noch nie in meinem Leben sowas. Hä, Moment, hat er nicht noch ein Video auf seinem Kanal hochgeladen, wo sie das gleiche einfach im IKEA machen? Also scheinbar hat er das doch schon mal gemacht, irgendwie. Wir müssen noch 2 Stunden warten, Alter. Warum macht man sowas? Einfach nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ah, meine Beine, Digga. Was? Warum sitzen die 3 Stunden lang so auf diesem Klo? Oh nein. Oh nein, kein Licht mehr. Nicht bewegen. Nicht. Nicht. Fließt kein Blut mehr. Nicht bewegen. Warum nicht? Sieht doch keiner. Freunde, das Ding ist, wir haben es fast geschafft. Wir sind schon fast 2 Stunden auf der Toilette. Vor allem, die sitzen 2 Stunden verkrampft auf diesem Klo, anstatt einfach da zu warten und dann Füße anheben, wenn einer kommt, fertig. Oder das überhaupt nicht zu machen, weil es eine dumme Idee ist. Das ist so spät. Wenn du ein heftiger YouTuber sein willst mit krassen Videos, aber leider abends müde bist. Mist. Die ganze Zeit unsere Beine hier. Warum sitzen die ganze Zeit so? Sitz doch normal, es sieht eh keiner. Ich würde mal eigentlich echt gerne wissen, was die Polizei dazu sagt. Oder Mackes selber. Weil, wie gesagt, Hausfriedensbruch. Dafür kann man übrigens bis zu 1 Jahr Knast bekommen. Ne? Apo, Leon, solide Leistung für ein Video auf jeden Fall. Super Vorbildfunktion. Es wird leider kommen. Abonnenten von denen werden es nachmachen und dann richtig Ärger bekommen. Weil ich glaube, bei denen ist es abgesprochen. Die kennen da bestimmt irgendwen. Ihre Abonnenten, wenn die das machen, aber nicht. Die kriegen eine schöne Anzeige. Läuft auf jeden Fall bei denen. Ich liebe euch alle. Ihr wisst Bescheid. Wir lieben euch alle. What the fuck? Das ist der Schlafentzug. Wir tun alles für euch. Wir brauchen einen eigenen TV-Sender. Also. Genau. Also was? Die like. Haben die Drogen genommen? Was labern die für eine Scheiße? Ihr müsst uns, Leute, nicht 50, nicht 100, ihr müsst uns 200.000 Likes geben. Wir müssen übrigens, ne? Wir sind dazu verpflichtet. Mache ich ab jetzt auch, schreibe ich in meine AGBs. Mit Ansehen des Videos bis zur Stelle 626 verpflichtet sich der Zuseher zum Geben eines Likes. Die wollen das Ganze nochmal machen? Ja, die Dummheit hat wahrscheinlich echt keine Grenzen, ne. Das ist das Problem. Gut, haben wir dann mehr Videos, die wir uns dann noch angucken können? Ja, immerhin etwas. Meinst du, die kriegen das hin? Oh, ich glaube an unsere Fans. Oh, ich glaube dran. Ich hoffe, die schaffen das, damit ich reich und berühmt werde. Keine Ahnung, wie wär's mit 24 Stunden im Gefängnis? Kann man ruhig mal machen, wenn man Hausfriedensbruch begeht. Ich versteh's nicht, wie kann man so wenig Respekt vor dem Eigentum anderer haben? Ach, ist ja nur Hausfriedensbruch. Wie gesesagt, man kann Knast für bekommen. 5:08 Uhr. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Sie gehen raus. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Und nichts. Wow. Wow, gar nicht abzusehen. Ein Geschäft hat eine Alarmanlage. Nicht, dass jemand noch Hausfriedensbruch begeht. Oder Diebstahl. Ja, das ist blöd gelaufen, ne? Ich frage mich, ob das wirklich so passiert ist. Oder ob die wirklich da einen kannten, der das aufgeschlossen hat. Die haben so getan, als würden die da 8 Stunden sitzen. Rennen raus, haben irgendwo eine Soundbox mit so einem Alarmanlagensound hingestellt. Und tun dann so, als würden sie gecatcht werden. Weil so dämlich würde ich selbst die nicht einschätzen. Aber wenn dann doch, dann ist es komplett vorbei, ey. Schnell raus! Ja, wie, was sollen wir machen? Renn raus! Oh, du, ein Notausgang! Oh mein Gott, die ist gefickt! Ey, nimm mal die Tasche weg! Ja, ne? Deutschlands größte YouTuber. Das ist Unterhaltung auf einem neuen Niveau. Oh, abgeschlossen. Gut, auf jeden Fall. Halt die Kamera. Oh mein Gott. Ende. Ich dachte, spring jetzt, das klappt schon. Spring. Spring doch einfach. Du musst dich hängen lassen. Spring doch. Wir haben keine Zeit, hoffentlich bricht dein Fuß nicht. Und wenn doch, wir müssen weg. Ja, was war das gerade? Scheiße, Mann. Ja, das war's scheinbar. Ihr habt's gesehen, also entweder war's abgemacht und die kannten da irgendjemanden. Oder die haben tatsächlich Hausfriedensbruch begangen, was unglaublich dämlich ist, sich bei einer Straftat zu filmen. Beides ist scheiße. Ich meine, was soll man dazu sagen? Ja, macht sowas nicht nach. Seid intelligenter als diese Menschen. Ich mache jetzt 24 Stunden bei mir zu Hause einsperren. Hoffentlich erwischt mich meine Mutti nicht. Haut rein. Bis morgen beim neuen Video. Tschüss!